Hier ist wieder euer Alex vom Grillgenusswerk. Heute wollen wir mal bei unserem Fleischwolf schauen, ob er auch wirklich das Zeug hat, was er verspricht. Sprich, wir wollen mal schauen, wie viel Leistung er hat und wie gut er das Fleisch zu einem schönen Hackfleisch verarbeitet. Und ob das so gelingt, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Kilogramm Fleisch pro Minute. Das verspricht zumindest der Hersteller, was der Fleischwolf an Leistung hat, was er verarbeiten kann. Wir wollen das Ganze heute testen. 4,3 Kilo sind für mich ein bisschen viel. Heute Abend gibt es Burger, da braucht man nicht ganz so viel. Insofern dachte ich, nehmen wir ein Zehntel. Wir haben hier 430 Gramm Rindfleisch und ja, die lassen wir doch jetzt mal vom Bosch Pro Power verarbeiten. Vorbereitet ist alles, dann legen wir mal los. Ich schalte ihn jetzt an, dann könnte es vielleicht ein bisschen lauter werden. Wenn wir sagen, wir haben ein Zehntel der versprochenen Masse, dann brauchen wir auch nur ein Zehntel der Zeit. Sprich, dieses Fleisch hier sollte dann in rund 6 Sekunden durch den Fleischwolf durchgehen. Wenn es dann 10 sind, sind es 10. Ihr habt die schöne Möglichkeit, das Ganze unten in der Timeline auf YouTube mit zu verfolgen, wie lange wir brauchen. Ich glaube, am längsten wird es dauern, bis ich das reingestopft kriege und nicht, wie lange das braucht, um zu wolfen. Naja, genug der Vorrede. Fleisch ist drin. Schaut auf die Uhr. Ich schalte es jetzt an. Es wird ein bisschen lauter und dann sehen wir mal, was er denn so kann. Ja, vielleicht bin ich noch zu verstehen. Wir fangen jetzt mal an und werfen mal die kleinen Stücke da gerade schon mal rein. So, tun das schon mal mit dabei. Und stopfen das ein bisschen. Da unten seht ihr schon, die ersten kommen durch. Also wenn wir hier drücken, na, das geht relativ schnell und einfach und gut. Hier haben wir das nächste Stück. So, tun wir das noch mit bei. Einmal das, einmal noch das. Also ihr seht, ohne dass ich da wirklich groß was aufwenden muss an Kraft. Ich mach mal aus. Ja. So, jetzt geht es glaube ich besser. Also ihr seht, ich habe kaum Kraft aufwenden müssen und der drückt das Fleisch wirklich gut durch. Insofern, ja, das macht schon einen ganz guten Eindruck. Ja, ihr habt es gesehen, ich glaube, es ist wirklich schwer, das jetzt auf Sekunden runterzubrechen, wie viel er schafft. Mein Fazit, also ich bin total überzeugt davon, wie schnell und leicht er das Fleisch gewolft hat. Das ist schon ein richtiges Kraftpaket. Natürlich hat es einen gewissen Geräuschpegel, aber irgendwo muss es auch herkommen. Kurzum, rein vom Fleischwolfen her ist das hier eine ganz klare Kaufempfehlung für den Bosch Pro Power MFW 68660. Und ja, ich werde jetzt weiter im Test machen und im nächsten Video könnt ihr euch mal anschauen, inwieweit der Rollschneider bei einer Karotte funktioniert. Und dieses Video werde ich euch auch hier oben verlinken. Schaut euch gerne an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alex vom Grillgenusswerk. Ciao, ciao.